Ja, Freunde, heute mal zu einem etwas anderen Video. Heute möchte ich mal die neuesten DLCs bzw. die neuesten Erweiterungsinhalte in Fernbus-Simulator, aber auch in American Truck Simulator vergleichen. Zum einen im Fernbus-Simulator das Dänemark-Update und das Oklahoma-Erweiterungspaket hier beim American Truck Simulator. Währenddessen das Dänemark DLC für 14,99 erhältlich ist und vom Entwickler und gleichzeitig Publisher Helicon Media entwickelt und herausgebracht worden ist, warum auch immer nicht von TML Studios, erhaltet ihr das Oklahoma DLC Erweiterungspaket aber schon für 11,99 €. Welches der beiden DLCs am Ende sich immer wirklich lohnt, werden wir uns gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Aber erst einmal würde ich sagen, die kurzen Einspieler der jeweiligen DLCs. Viel Spaß!
Im Grunde genommen ist es ja vollkommen egal, welches der beiden Spiele unter Zugängen DLCs ihr am meisten bevorzugt. Ich für meinen Teil bin von beiden Spielen total überzeugt und habe dementsprechend mir auch beide Erweiterungspakete geholt. Währenddessen das Dänemark-DLC-Paket hier beim Fernbus-Simulator im Verhältnis zur Gesamtfläche von Dänemark und den zu befahrenen Routen doch sehr mager ausfällt, wird Oklahoma hier im American Truck Simulator wesentlich befahrbarer. Das Streckennetz erstreckt sich über die gesamte Fläche hier vom neuesten Bundesstaat Oklahoma. Zudem erwarten euch mehrere kleinere Ortschaften und Städtchen, die bis aufs Letzte detailliert und wunderschön atmosphärisch dargestellt sind, währenddessen selbst eine Hauptstadt wie Kopenhagen in Dänemark einfach nur Anliegepunkt und Abfahrtspunkt zugleich ist. Sprich, ihr fahrt in diese Stadt hinein und könnt im Endeffekt gleich wieder losfahren, weil hier gibt's nichts zu entdecken. Von der Stadt Kopenhagen ist hier gar nichts zu sehen, ein bisschen Flughafen, einmal rein und einmal wieder raus. Das war's im Endeffekt auch schon gewesen. Die Fläche erstreckt sich im Großen und Ganzen fast gleichteilig lang. Ihr seid gleichzeitig natürlich in Dänemark ein bisschen länger unterwegs, währenddessen ihr natürlich von der Gesamtfahrfläche her gar nicht die großen Unterschiede merken werdet, weil das Streckennetz einfach hier bei American Truck Simulator mit den Oklahoma DLC sich weitaus höher, weitaus weiter erstreckt. Natürlich wäre jetzt die Überlegung angebracht, kann man die beiden Sachen miteinander vergleichen? Natürlich nicht, wir haben hier zwei verschiedene Spiele. Man kann aber trotz all den diesen Gedankenanstoß bringen, dass ein Fernbus-Simulator mit Aerosoft sich vielleicht nicht mehr diese Mühe gibt, wie sie anfangs noch mit den Niederlande-Update getan haben, was aber mittlerweile immer noch hier SCS-Software nicht tut. Sie stecken immer noch die gleiche Liebe und Detailfreude in jedes einzelne DLC hinein. Zu guter Letzt, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, was sehr auffällig ist, gerade beim Dänemark-DLC-Paket hier beim Fernbus-Simulator ist, dass sämtliche Erweiterungspakete, ob es Frankreich ist, Niederlande, Belgien und so weiter und so fort, allesamt von Entwickler und Publisher-Studio TLML Studios entwickelt und herausgebracht worden sind, währenddessen das neueste Paket von Harlequin Media herausgebracht und entwickelt worden ist. Die zwar mitunter auch von vielen, vielen Erweiterungspaketen in Sachen Omni 2 Bereich zuständig waren, aber man merkt trotz all den viele, viele Defizite, gerade hier beim Dänemark-Paket, das auch viele dazu bringt, es A, gar nicht gekauft zu haben und trotzdem größtenteils negative Bewertungen abgegeben worden sind. SCS Software bleibt sich da ihrer Linie treu und haben bis jetzt jedes der Erweiterungspakete selbstständig entwickelt und auch herausgebracht. Und auch selbst das neueste Oklahoma Erweiterungspaket hat seit Release am 1. August 2023, also vor knapp 1-2 Wochen, schon über 253 größtenteils positiver Rezession sammeln können. Und ich muss auch sagen, da ich es selber ausgetestet habe, ich war sehr geschockt gewesen, mit was für einem Vergleich wir manchmal versuchen, Fernbus-Simulator, aber auch Spiele wie American Truck Simulator zusammenzubringen. Es gibt keinen großen Vergleich. Fernbus-Simulator ist für mich, und da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen jetzt offstream reden, ohne mir jetzt irgendwie was vorbereitet zu haben. Fernbus-Simulator ist für mich leider Gottes mittlerweile nur noch eine Spielereihe, beziehungsweise ein Spiel, das von der Aerosoft und TML Studios nur noch, ja, im Endeffekt, so gut es geht, ausgeschöpft, ausgeschlachtet wird und selbst nicht mehr von TML Studios wahrscheinlich großartig verfolgt wird, beziehungsweise auch von der Aerosoft wahrscheinlich gar nicht mehr TML Studios in Auftrag gegeben wird, um halt einfach nur noch die restlichen paar Gelder herauszuziehen. Natürlich kann man auf alle Fälle sagen, dass Dänemark DLC immer noch relativ kostengünstig ist. Manche Pakete waren ja schon anfangs bei 20 Euro gewesen. Dies liegt immer noch bei 15 Euro. Das geht vom Preis her immer noch. Aber wenn wir uns einfach mal angucken, was das Oklahoma Erweiterungs DLC Paket hier mit sich bringt, da sprechen wir immerhin von knappen 12 Euro und weitaus mehr Detailverliebtheit und weitaus viel mehr Liebe zum Produkt. Für was ihr euch jetzt genau entscheidet, müsst ihr selber wissen, wenn ihr natürlich wie ich auch jemand seid, die Fernbus-Simulator einfach hier alles kaufen und verfolgen wollen, den sei natürlich geraten, sich dieses Dänemark-DLC selbstverständlich auch zu holen, damit es nicht zu der Sammlung dazugehört. Aber vielleicht sollten wir einfach mal bedenken,
dass man vielleicht solchen Publishern und mitunter auch Entwicklern, die vielleicht nicht mehr diese große Liebe mit sich tragen können und uns verspüren lassen können, denen dann nicht mehr dieses Geld in den Rachen zu stopfen. Zu SCS Software sei gar nicht viel gesagt. Ich habe für mich die Liebe schon beim Euro Truck Simulator entdeckt und die Liebe ist noch größer geworden mit American Truck Simulator. Und ich bin bis heute immer noch der Meinung, wenn die wirklich wollten und eine Fortsetzung käme, dann würden sie sowieso alles platt und niedermachen, weil sie einfach hier mit der Community sehr nah zusammenarbeiten. Das war jetzt so ein bisschen mein Vergleich, mein Resümee gewesen zwischen den Dänemark DSC und den Oklahoma DSC, zwischen Fernbus Simulator und American Truck Simulator. Man kann auch sagen Euro Truck Simulator, wie auch immer man es sehen möchte. Natürlich kann es wieder jetzt sehr negativ gegenüber Aerosoft und dem Fernbus Simulator dargelegt werden, aber ihr dürft einfach auch nicht vergessen, dass irgendwie das Ganze halt so langsam aber sicher sich dem Ende zuneigt und man vielleicht überlegen sollte, dass man den Fernbus Simulator so langsam vielleicht aufgeben sollte und mit was Neuem käme. Ich bin sowieso der Meinung, dass alles, was vielleicht jetzt mittlerweile auf die Konsole portiert wird, wahrscheinlich sowieso jetzt dem Ende nachgeht. Man versucht noch das letzte bisschen hier aus der Konsole herauszuschöpfen und man vielleicht überlegen möchte, wenn man es machen möchte, gerade mit dem Fernbus-Simulator, der sehr, sehr erfolgreich war die ganzen Jahre, dass man da vielleicht eine gelungene Fortsetzung schafft oder es komplett sein lässt. In diesem Sinne, Freunde, lasst mich gerne in die Kommentare wissen, wie ihr die ganze Sache findet. Welche der beiden Spiele spielt ihr am liebsten? Spielt ihr beide sehr gerne? Spielt ihr nur eines davon? Habt ihr irgendjemanden von den beiden schon so ein bisschen rückgekehrt, weil ihr sagt, das tue ich mir nicht mehr an. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und wir sehen und hören uns. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.